Egal wohin ich gucke, es blendet, weil die Sonne, weil alles weiß gestrichen ist in Portugal. Und die Sonne ballert gerade ziemlich runter. Deswegen muss ich schnell machen, weil sonst verbrennt meine Nase nämlich noch mehr. Guten Tag, ihr wunderschönen Menschlein. Heute wollte ich darüber reden, dass ihr alle eine spezielle Sache tun solltet in eurem Leben. Nein, Bullshit, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich saß letztens, als ich auf dem Weg von Lissabon hier an die Algarve war, saß ich neben einer Tänzerin. Die hat, also ich hatte mit der ein bisschen gelabert, das war interessant. Die ist aus Portimão, der Nachbarstadt hier von Alvur. Und die hat mir so erzählt, dass die so einen Auftritt haben in Portimão mit so Teenagern und die so Hip-Hop machen und so Bewegungssachen und so, dass sie Tanzlehrerin ist einfach. Und da habe ich wieder an was gedacht, was ich seit Jahren auch so denke, was ich so gemerkt habe, dass ich das so ein bisschen verpennt habe, als ich jünger war, wo ich das aber sehr gut gebraucht haben hätte können. Ach, Grammatik. Und zwar, soll ich jetzt meine Augen abschatten oder zusammenkneifen? Ich weiß es nicht. Und zwar, ich glaube, man merkt, dass ich zwei Kaffees getrunken habe, oder heute? Eigentlich rede ich langsamer. Krass. Worum es geht, ist Theater spielen und tanzen. Ich hatte auch in meiner Yogalehrerausbildung hatte ich mal eine Technik, eine Aktivität in der Gruppe gemacht, die man in Theatergruppen und sowas oft lernt, wo es einfach darum geht, sich auszudrücken, auf die wirste Weise, albern zu sein, dumm zu sein, einfach sich raus aus seiner Komfortzone zu bewegen in Unterhaltung und in Kommunikation mit anderen. Und dadurch eben auch so diese Enge und diese Ängste davor, sich auszudrücken, verliert. Bei der Yogalehrerausbildung war das eine Unterhaltung auf einer erfundenen Sprache. Und wir sollten einfach so mit unserem Partner, wir hatten dann alle so Zweier- oder Dreierpärchen gebildet, und wir sollten dann einfach irgendeine erfundene Sprache uns ausdenken, irgendeinen Klang, ist egal, nee, einfach drauf losbrabbeln. Und der andere sollte so reagieren, als würde man wirklich sich unterhalten. Und ich hatte damals, das war vor 3, 4 Jahren oder so, ich hatte wirklich Hammerprobleme damit, mich da rein fallen zu lassen. Ich war am Anfang, ich wollte echt so, ich hatte echt Probleme, mich so auszudrücken, mich so frei gehen zu lassen. Wobei andere Leute, und ich war gerade mit einem Tänzer zusammen, der Theater und Tanz und so gemacht hat, für den war das null Problem. Der hat angefangen mit, bei dem klang seine erfundene Sprache so recht arabisch. Der war so, und hat so angefangen. Und ich so, in mir hat sich echt was gesträubt dagegen, da mit anzufangen. Bis ich dann auch irgendwann dann einfach so gesagt habe, so, fuck it, lass es doch mal los und jetzt frei. Und dann auch angefangen habe mit einfach, hey. Und wir waren eigentlich dann am Ende, waren wir echt ein geiles Pärchen. Aber wir hatten das so cool gemacht, dass echt andere Leute uns angeguckt haben und gedacht haben, wir wüssten, worüber wir diskutieren, obwohl wir beide einfach nur irgendwelche Laute uns zugeworfen haben, aber mit so einem Ausdruck am Ende, dass die Leute uns das abgekauft haben. Wurden dann irgendwie alle still um uns rum, die anderen Gruppchen, gucken uns so an, so, wisst ihr, was ihr euch da, wisst ihr, worüber ihr diskutiert? Oder worum geht's bei euch? Und wir so, nee, keine Ahnung, aber wir haben irgendwie uns da so cool fallen lassen können. Und da habe ich auch gemerkt, dass diese Art Techniken, dass wir das eigentlich, wir brauchen das in der Schule, wir brauchen das in einer Grundausbildung, im sich ausleben. Und dazu gehört auch Tanz und physische Bewegungen. Auch mit der Lady in dem Bus habe ich darüber geredet, dass ich halt auch finde, oder man merkt es auch so bei Menschen, die sehr starr sind im Geist. Also die schon, es gibt Leute, die sind schon mit 30 so, das ist mein Weg, das ist richtig und alles andere ist falsch.
so sehr engstirnig leben und so keine Perspektiven mehr sehen, keine Möglichkeiten, keine neuen. Und wenn das der Fall ist, ist auch oft der Körper steif. So, man wird so grimmig und steif. Und da würde sowas so helfen, was man entweder Theatertraining oder Tanztraining, wo man einfach lernt, sich zu bewegen und frei zu sein und das nicht davon abhängig macht, wer zuguckt, wie man dafür bewertet wird und so das alles, dass man sich davon befreit und das einfach ja damit auch in seinen Alltag, in den eigenen Alltag integriert. Und das ist so wichtig, finde ich mittlerweile. Und es wäre so wichtig, dass das irgendwie, man muss ja nicht unbedingt Theater spielen auf der Bühne dann am Ende sogar. Das ist gar nicht so wichtig. Das ist gar nicht der Punkt an der Sache. Einfach so dieses sich unter Beobachtung in Gruppen mal richtig gehen lassen, mal dumm sein, mal richtig rauslassen. Und dadurch, man muss dann ja auch nicht immer so albern und verrückt sein, aber dass man das Potenzial dazu hat und dass man nicht Angst hat und sich deswegen so steif verhält in seinem kleinen Bewegungsrahmen, den man sich vielleicht bildet durch seine ganzen Ängste, sondern dass man lernt, es so rauszuposaunen und so zu sein, wie man sein will. Weil wenn man total albern sein kann und total auch ernst auf der anderen Seite und ernst und strikt, dann kann man sich ja dazwischen so selbst finden. Aber wer sich irgendwie restriktiert, also keine Bewegungsfreiheit gibt, wer durch vielleicht frühere Ängste, durch so Traumata, mit Traumata meine ich auch alles, was einem so passiert im Leben, so, was weiß ich, dass man oft gemobbt und ausgelacht wurde, dass irgendwas passiert ist, was einen einschränkt, dass einem die Bewegungsfreiheit nimmt, dass man das so wieder rausballert mit so einem, ja, am besten Theatertraining, glaube ich, dass man da so lernt, sich auszudrücken. Also, ich rate es dir als jemand, der das nie gemacht hat. ich habe das dann erst viel später durch so Coaching-Ausbildung und halt Yoga-Training und auch so Gruppen, so Gruppen-Coaching Situationen, die man so nachgespielt hat, da habe ich das dann erst auch wieder gelernt und dann auch auf eine Bühne zu gehen zum Beispiel. Ich stand dann ja auch mal vor 200 Schülern so und habe so über meine Geschichte erzählt und dann so einen Workshop mit so einem Teil davon gemacht. Und da habe ich dann erst wieder gelernt, diese ganzen Schleier, diese bleiernden Schleier so fallen zu lassen von Sachen, wo man sich so restriktiert, dass man eben, ja, dass man dieses ganze Spektrum an Entfaltung vor sich sieht und das eben dann sich quasi aussuchen kann, was man sein will. Und ich denke auch, so während das nämlich übt, während das behält im Leben, dann behält man sich auch so eine mentale Flexibilität und lässt noch neue Sachen zu, lässt neue Ideen zu, ist nicht so starr in seinen Meinungen und kann eben immer noch lernen, während auch 30, 40, 50 ist und hat dann so eine Offenheit gegenüber der Welt, weil man als physischer Mensch offen ist und auch der Geist dann so offen ist. Und das würde ich dir ans Herz legen, dass du so ein Training der Art, oder gibt ja auch andere Trainings, gibt auch ja so irgendwas, was einen dazu bringt, dass man so aus seinem Kokon rauskommt. Und würde ich dir ans Herz legen, dass du, wenn du eine Möglichkeit hast, vielleicht sowas aufsuchst und echt mitmachst, weil ich denke, das kann so Selbstbewusstsein und innere Stärke und innere Freiheit auch total befreien. Und yo, das ist mein Tipp für heute. Genau. Wenn dir das gefallen hat, wenn du das als wichtig empfindest, dann und vielleicht es auch ausprobierst, vielleicht hast du da auch was. Ich muss noch dazu sagen, ich war einfach zu scheu damals. Ich war so ein Kind, ich mochte gerne Theater spielen, habe es aber nie gemacht. Ich habe es am Ende nie gemacht. Ich hatte ein paar Mal Sachen in der Schule nur so kleine Szenen im Deutschunterricht so aufgeführt, so von Faust oder so mit einem Kumpel von damals. Aber dann wirklich zu sagen, so, ich mache jetzt mal Theatertraining, ich glaube, ich wäre darin gut gewesen. Aber nie gemacht. Also,
mach nicht den gleichen Fehler. Wenn dich irgendwie sowas anspricht, spring über deinen Schatten und rein mit dir in so ein Training. Super coole Sache. Und genau. So viel dazu. Viel Spaß beim Theaterspielen oder rumtanzen oder austicken und rumhampeln. Und habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss, 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 tschüss. Hi, ich bin's nochmal. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und mir einen Daumen nach oben da zu lassen und das Video am besten mit so vielen Menschen teilen wie nur möglich. Das wäre cool. Danke dafür und bis zum nächsten Mal.